Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, 1504 Flori, und heute will ich euch die Minecraft Pre-Release Nummer 3 zeigen für die Version 1.9. Ich habe sie mir schon mal runtergeladen, hier habe ich sie. Bei euch heißt sie nicht 1, ich habe bloß ja meine mit Mods Datei noch da. So, einfach ganz einfach wieder bei Ausführen gehen wir. Prozent App Data Prozent. Okay. In dem Punkt Minecraft Ordner zu bin. Und ja, das müsst ihr jetzt, könnt ihr machen, falls es nicht funktioniert. Ihr könnt eure alte sichern, indem ihr sie einfach bloß hinkopiert und dann die neue einfach bloß reinziehen. Ja, kopieren. Die 1 lösche ich natürlich, die habt ihr nicht stehen. Nein. Ach man. So. So muss das sein. So, und jetzt gucken wir mal in das Minecraft-Spiel, ob das startet, und dann zeige ich euch mit Fraps Ingame-Material. So, gucken wir jetzt mal, ob es startet. Ja, es startet. Und jetzt seht ihr hier schon Minecraft 1.9 Pre-Release Nummer 3. So, jetzt geht's ins Spiel rein. Also bis gleich. Damit Fraps. So, jetzt sind wir im Spiel bei Minecraft 1.9 Pre-Release Nummer 3. Ja. Ich habe jetzt schon eine Welt erstellt und da seht ihr jetzt eigentlich schon das erste, was eigentlich schon schlimm ist, weil ich mal ausgetestet habe, ob es funktioniert, ob alles gut ist. Und ja, so, ich drehe mich schnell weg, weil ich will es euch bei Schafen zeigen. Vielleicht kennt es schon manche. Das neue Jungtier-Feature bei Minecraft ab jetzt. Wow. Schäfchen sucht Schaf. Die neue TV-Sendung. Aber die wollen nicht. Ihr habt schon mal jetzt. Mal zwei gibt's. Und guckt doch, wie süß. Ein kleines Schäfchen. Das finde ich doch geil, oder? Hat auch einen anderen Ton, wenn das Geräusche macht. Ich muss auch mal schnell die Soundlautstärke ein bisschen runter machen, sonst ist es im Video zu laut. So, das Wasser. Weiß nicht, ob es im Vorgänger schon mal so war. Das ist jetzt hier Dschungel. Also jetzt richtig dunkles Wasser. Und dunkler Boden, schwarzer Boden. Boden, Boden. Schwarzer Boden ist ebenfalls in diesem Gebiet. Den habe ich vorhin schon gesehen. Ja, hier ist der. Ich weiß nicht, ob es den vorher auch schon gab. Hier ist er ganz schwarz. Also, na, braun, dunkelbraun. Seerosen gibt es auch. Aber so richtig viele große Änderungen habe ich bis jetzt noch nicht gemerkt. Falls ihr gute Änderungen kennt, die unbedingt gesagt werden müssen, könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich, wenn ich die auch rausfinden kann. Hier habe ich vorhin schon ein kleines Schäfchen gemacht. Ich trage dem Nachwuchs der Welt bei. Ja, und was gibt es für neue Steine? Was? Das habe ich schon gesehen. Das weiß ich, was das ist. Was aber leider jetzt nicht hier funktioniert. Dies ist alles neu. Hier kann man irgendwas mit Flaschen machen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe mich wirklich nicht lange mit dem neuen beschäftigt. Wir gucken mal, das ist nämlich das Buch. Das schlägt sich auf, wenn man nahe kommt. Zwei Blöcke vor ihm steht, schlägt sich das auf. Da habe ich noch das Schwert von vorne. Und da kann man jetzt die Schwerter aufrüsten. Oder grundsätzlich, ich weiß nicht. Jetzt können wir mal live im Video probieren, ob ich auch zum Beispiel eine Spitzhacke aufwerten kann. Meines Wissens nach ging es, glaube ich, nur mit Schwertern. Nein, es geht auch mit einer Spitzhacke. Was mich natürlich freut. Diese Punkte kriegt man, wenn man jetzt Tiere tötet, dann kriegt man diese Punkte, die zum Boden fallen. Und das sind diese Punkte. Oh Gott, ein Bildfehler. Ja, was ist denn das? Boah, ich denke mal, mit der Flasche konnte ich mir schon denken. Kann vielleicht irgendwas kondensieren oder so. Warte mal, wir machen ein paar mehr Flaschen. Das probieren wir jetzt mal im Video aus. Natürlich habe ich nicht unendlich Zeit wegen der Uploaden meiner 3000 Leitung. Dauert das ewig. Deshalb gibt es auch wenig Videos mit Ingame-Material. Ja. Was können wir mal reintun?
tue ich einfach mal. Puh. Tue ich einfach mal das hier an dieses Spider-Ei rein, oder? Magma Cream, die ist auch neu, habe ich ja schon gesagt. Tu mal, da was passiert. Nein. Vielleicht ein Stück Kohle. Also ich habe überhaupt keine Ahnung, was da rein muss. Charcoal gibt es sogar nicht mehr. Nö, gibt's nicht. Gibt bloß noch Kohle. Habe ich ihn jetzt schon wieder da? Ne, Kohle geht irgendwie nicht. Also ich habe wirklich keine Ahnung, was man damit machen kann. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr es wisst, da würde ich mich sehr freuen. Müsst natürlich nicht, wenn ihr es aber wisst, würde ich mich richtig freuen. Dann könnte ich es auch in einem Video zeigen danach. Und hier haben wir wieder so eine coole Schlucht. Seit 1.8 liebe ich diese Schluchten. Ich liebe wirklich. Oh. Das hatte ich auch in 1.8 noch nicht. Live im Video erkunden. Das Wasser sieht auch ein bisschen anders aus. Oder? Sieht so ein bisschen grünlich aus, finde ich. Vielleicht Bergwasser. Ja, ein Berg. Boah, hier geht es aber ganz schön runter. Mit diesem Schluchtensystem. Welche Höhe sind wir jetzt eigentlich? Ach, und da haben wir auch was Neues. Nämlich eine neue Auslastungsscheibe irgendwie. Da kann man den Sound, Updates, Tick Render und unbelegt oder so kann man da angucken. Ist in Höhe 17, nee, ja 17 glaube ich. Ich kenne mich in dem Höhensystem nicht so aus. Also wir sind richtig, richtig tief jetzt. Hier haben wir Redstone, aber wirklich richtig, richtig viel. Gold. Wenn man es im Video sieht, hier muss ich meine Fackel hin. Da haben wir Gold. Da haben wir, da vorne ist Lapis. Also richtig, richtig Ausbeutung hätten wir jetzt, wenn wir diese erkunden würden. Finde ich gut. So, aber damit beende ich das Video. Das hat eigentlich schon 1.9 zu tun. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr, freue ich mich über jedes Abo, über jeden Daumen hoch. Es folgen immer abwechslungsreiche Videos. Einmal Erklärung, einmal irgendwas. Irgendein Test mache ich vielleicht mal demnächst wieder. Hier ist ein Grafikbug, die Lava leuchtet nicht. Das meinte ich, dass ich noch auf die Vollversion warte. Aber ich versuche selber mal noch ein bisschen was rauszufinden. Jetzt haben wir es Nacht. Es wird zumindest Nacht und jetzt sind richtig viele Tiere da. So, aber dann beende ich das Video jetzt. Bis im nächsten Video und tschüss.